Hökenhavn Belediyesi'nin geleneksel olarak her iki yılda bir düzenlediği kültür şölenine katılım yoğun oldu. Vatandaşların bilgilendirildiği şölende gençler yetkilileri soru yağmuruna tuttu. Köln Muavin Konsolosu Ayşe Sezen şölenin açılış konuşmasında derneklere katılımları dolayısıyla teşekkür etti. Değerli misafirler, Sayın Belediye Başkanı Bergensin. Öncelikle hepinize davetiniz için çok teşekkür ediyoruz. Köln Başkonsolosluğu olarak Başkonsolosumun sizlere selam ve saygılarını getirdim. Belediye Başkanı Ben Janzet'in de katıldığı etkinliği takip eden arkadaşımız Ferhat Bilgin'in yaptığı röportajları getiriyoruz ekranlarınıza. Bugün muhteşem bir gün oldu. Her şey çok güzel. Mein Name ist Jürgen Heitzer. Ich bin von der Kreispolizeibehörde Heinsberg und ich bin als Kontaktbeamter für Muslime bei dieser Veranstaltung dabei. Ich habe den Auftrag, den Moscheegemeinden zur Seite zu stehen, ihnen als Kontaktperson, Ansprechpartner in allen Belangen, die die Polizei betreffen könnte, zur Verfügung zu stehen. Das mache ich sehr gerne und habe auch mittlerweile einen recht intensiven Kontakt zu den Gemeinden erstellt. Wir pflegen eine gute Konversation und ich freue mich, auf diesem Fest dabei sein zu können und damit auch einen Beitrag zur Inklusion leisten zu können. Ja, mein Name ist Bernd Jansen, ich bin Bürgermeister der Stadt Hückelhofen und wir feiern heute zum dritten Mal unser Fest, Fest der Kulturen Hückelhofen verbindet. Und wie man sieht, es ist richtig schön voll hier, es ist eine tolle Stimmung und wir feiern miteinander und wir haben Begegnungen und wir haben gute Gespräche. Und ich glaube, das ist das, was Hückelhofen ausmacht. Wir haben erreicht, dass wir in den Jahrzehnten, wo wir hier gemeinsam arbeiten, gemeinsam zusammenleben, zusammenwachsen. Und wir leben Integration durch persönliche Kontakte. Und mir ganz wichtig sind vor allen Dingen unsere Kinder, denn unsere Kinder leben eigentlich vor, wie man miteinander umgeht, nämlich ohne Vorurteile, ohne Blockaden im Kopf. Und so muss es sein, dass man freundschaftlich miteinander zugeht, sich toleriert und gemeinsam Zukunft gestaltet. Ja, mein Name ist Heinz-Josef Schmitz. Ich bin seit 25 Jahren Leiter des Sozialamtes und seit circa 5 Jahren Integrationsbeauftragter dieser Stadt. Wir haben dieses Fest eigentlich schon Mitte der 90er Jahre veranstaltet, allerdings da nur in einem Stadtteil von Hückelhofen in Ratheim. Und unser Ziel war immer, alle Menschen in Hückelhofen zu einem gemeinsamen Fest zusammenzubringen. Und dafür veranstalten wir seit 2010 das Fest der Kulturen. Ben Hüseyin Baytekin, Hückelhofen DİTİB Merkez Camisi Derneği'nin ikinci başkanıyım. Biz de burada kültürlerle, bütün kültürlerimizi tanıtmak için burada yer aldık. Sağ olsun gençlerimizle beraber burada işte kendimizi ve daha ziyade İslamiyet'i tanıtmak için burada çalışmalar yapıyoruz. Umarım muvaffak oluyoruz.